Ja, hallo, ich bin's mal wieder, euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und ich habe wieder ein Thema für euch vorbereitet. Ja, dieses Thema sollten wir doch alle mal ansprechen, weil es ein Thema ist, was um, ja, es würde man sagen, Call of Duty geht, Ego-Shooter und Schusswaffen. Man hört ja immer wieder in den Nachrichten, ja, in den Nachrichten, dass diese ganzen Spiele, die wir spielen, ja, dass wir daraus Amokläufer werden. Da muss ich nämlich immer wieder lachen, wenn ich das höre, dass wir durch solche Spiele Amokläufer werden. Was ist denn das für ein Quatsch, was die Medien da wieder halt erfinden? Das muss man ja wirklich sagen, erfinden, die erfinden da ja was. Klar spielen wir das. Es spielen zig Millionen Menschen auf diesem Planeten dieses Spiel. Und wenn ich mal überlege, wie viele Leute Call of Duty zocken, dann müsste es ja jeden Tag hunderte Amokläufe geben auf der Welt. Das ist ein Spiel, meine Freunde. Das hat überhaupt nichts mit Amoklauf gefährdet zu tun. Viele Amokläufer, das ist Fakt, werden gemobbt in der Schule. Das ist fast immer gleich. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen. Da gibt es zum Beispiel den Anders Breivik, der hat natürlich diesen Amoklauf gemacht, um eben, ja, um seine, ich würde mal sagen, Ehre oder irgendwas mit seiner Rasse zu verteidigen. Also das ist deutlich tiefgründiger, da möchte ich jetzt nicht tiefer eingehen, aber ich möchte jetzt einfach mal auf die gemobbten Amokläufer eingehen, die ja am meisten eigentlich Schaden auf der Welt verursachen. Das sind einfach Leute, die werden in der Schule, das kann natürlich aber auch in der Uni sein, gemobbt aufs Schlimmste, das jahrelang, meine Freunde. Und dann irgendwann mal staut sich da eine extreme Aggressivität an und diese Aggressivität, die äußert sich dann durch, dass man sich einfach wehren möchte. Und irgendwann platzt diese ganze Blase und der Amokläufer greift vielleicht sogar zur Schusswaffe. Jetzt möchte ich mal die Schützenvereine in Deutschland ansprechen. Es ist Fakt, dass es sehr viele Schützen in Deutschland gibt. Und wo es viele Schützen gibt, gibt es wahrscheinlich auch viele Kinder. Und diese Kinder werden in der Schule heutzutage gemobbt. Und diese gemobbten Kinder, kommen natürlich dann an Schusswaffen. Und die werden eher eine Schusswaffe benutzen als ein Messer, wenn sie sich bei einem anderen wirklich rächen möchten. Wirklich rächen möchten, wenn man jahrelang gemobbt wird, dann greift der halt eben ja, weiß nicht, zur Glock 17 und läuft dann halt zur Schule und ballert dann halt die ganzen Leute ab. Um es jetzt ganz hart zu formulieren. Das ist das Problem, das wir haben in Deutschland, das ist das Mobbing und das wird natürlich sehr stark unterschätzt und das sollten wir doch eher bekämpfen, anstatt diese ganzen Waffengesetze, weil unsere Waffengesetze sind sehr gut in Deutschland, weil wenn wir das Mobben bestrafen, härter bestrafen, aufpassen, zusehen, hingucken, meine Freunde, dann wird das auch nicht passieren, dann müssen wir auch nicht unsere Kinder zum Grabe führen und jeden Tag zum Grab laufen und Grabpflege begeben und uns einen Sarg aussuchen für unsere eigenen Kinder. Das müssen wir alles nicht mehr, wenn wir das Problem des Mobbens endlich beseitigen. Das war's, meine Freunde. Das war YouTube Gamescom mit dem ja, Amokläufer Call of Duty, was ich davon halte und was weiß ich, alles mit eingepackt. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ciao.